ist delicious. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen Folge der BVB Trainerkarriere auf meinem Kanal. Wir werden heute, ihr seht's, es geht rein in die finale Phase. Wer wird Meister? Bayern oder Dortmund? Also wir oder die Bayern? Ich denke mal nicht, dass Leverkusen oder Leipzig da noch irgendwie rankommen kann. Frankfurt sowieso nicht, Wolfsburg auch nicht. Wir werden heute den kompletten März spielen. Bremen in der Simulation, Bayern spielen wir selbst. Atletico Madrid spielen wir selbst, wo wir das Hinspiel mit 1:3 gewonnen haben. Und ich möchte da nichts riskieren, ich möchte in der Champions League weiterkommen. Köln simulieren und Union simulieren. Also 5 Spiele heute in dieser Folge. Ich würde mich sehr über eure Däumchen hier freuen am Anfang der heutigen Folge. Und wir gehen rein. Bremen gegen Dortmund. Unsere Mannschaft ist fit, das heißt, es bleibt alles so. Obwohl, ich könnte gegen Bremen vielleicht auch mal... Ja komm, gegen Bremen spielt mal wieder Reus, bevor er sauer ist. Bevor er ausrastet. Gabi, nee, Emre Can geht auch mal hinten rein. Das ist ja jetzt keine Verschlechterung, sondern eher anhand der Bewertung sogar noch eine Verbesserung. Emre Can hat in den Verteidiger ja eine 83. So, Werder Bremen wird hoffentlich aus dem Stadion gefegt von uns. Im schönen Weserstadion. Let's go, Schnellsimulation, Daumen drücken. Daumen drücken, dass wir gewinnen und wir gewinnen. Und Emre Can, Jungs, der Baba-Trainer hier, die richtige Trainerentscheidung von mir, Emre Can hat sogar nochmal getroffen mit einem 0:3. Sancho und Rafael Guerrero waren auch erfolgreich, die Bayern gewinnen 2:1. Ich hoffe ja immer, dass die Bayern irgendwie auch Punkte liegen lassen. Was heißt auch? Ich hoffe, dass die Bayern Punkte liegen lassen und dass wir gewinnen. Und sie werden jetzt Punkte liegen lassen, nämlich im direkten Duell gegen uns. Da werden sie Punkte liegen lassen. Das ist Fakt. So, Aufstellung passt. Ich habe Brandt wieder mit reingenommen. Leute, das wird ein so heftiges Spiel. Die Bayern sind gar nicht mehr so fit. Ne? Also wir sind komplett fitter. Lewandowski, so ein Viertel ist weg. Müller, Bender spielt jetzt bei den Bayern hinten rechts. Okay, ultimativ 5 Minuten Regen. Wir müssen gewinnen. 3 Punkte müssen wir gegen die Bayern jetzt sichern. Auf ihn sind alle Augen gerichtet heute. Erling Haaland. Ich hoffe, dass er ein paar Mal zuflagen kann, knipsen kann. Serge Gnabry macht sich intensiv bei den Bayern warm. Okay. Ist das ein Heimspiel? Ich glaube, ne? Im Signal Iduna Park in Dortmund. Ich fühle mich gerade, als würde ich hier wirklich bei Sky das Topspiel gucken mit dieser Einlaufmusik und so. Diese Qualität hier, guckt euch Mats Hummels an. Man denkt, er ist wirklich da. Abfahrt, let's go! Das deutsche El Clasico, Dortmund gegen Bayern. Jawohl, Erling Haaland mit seinem ersten Angriff. Erling Haaland und Manuel Neuer ist da. Man kennt ihn, der Manu. Och man. Direkt 5. Minute. Flanke kommt rein. Hummels. Julian Brandt. Julian Brandt. Und Neuer ist wieder zur Stelle. Oh no. Kingsley Coman. Und natürlich der erste Bayern-Abschluss. Der erste Schuss aufs Tor der Bayern ist natürlich direkt drin. Kingsley Coman 1:0. Ah, ist das nervig. Ein guter Pass, ja. Definitiv ein schöner Pass auf Kingsley Coman, aber dass er direkt den ersten Angriff reinmacht, ist halt, ne? Mann, ey. Und Haaland hatte schon die Möglichkeit. Brandt auch. Komm, geh, 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 geh. Geh, Haaland, jawohl. Den muss er machen. Erling Haaland. Erling Haaland. Bam. Oh, hey, hier kommt der BVB. Bam, Junge. Schöner Pass, Süle guckt nur hinterher. Ich habe gedacht, hier habe ich zu lange gewartet. In meinem Kopf war, oh shit, da steht Manuel Neuer im Tor. Mach ihn einfach. Und wieder ist es Neuer. Wieder ist der Sieger Manuel Neuer. Das ist zu krank, ey. Ciao Felix hatte hier die Möglichkeit. Keine Ahnung, warum die Anzeige da unten weg ist mit den Spielernamen. Wieder so ein FIFA-Bug. Egal. Ich kenne ja unsere Spieler und ich kenne auch die Bayern-Spieler hier. Martinez, der die überragende Vorlage gespielt hatte.
auf Kingsley Coman. Haaland geht. Erling Haaland geht. Und kommt nicht an den Ball. Oh. Mann. Es gibt hier nur eine ganz klare Devise. Und das heißt, die Bayern besiegen. Drei Punkte mitnehmen. Und Hummels kommt nicht hinterher. Und es gibt Elfmeter. Nein, Matze. Ich musste es riskieren. Weil der Ball wäre so oder so safe reingegangen. Och shit, Alter. Ein Glück nur gelb. Und Robert Lewandowski, dass der ein sicherer Schütze ist, wissen wir. Ja, Mann, ja, Mann. Er schießt trotzdem nicht. Und das ist der Rückstand. 1-2, die Bayern wieder in Führung. Mann! Nee. Das ist doch jetzt lecker. Lewandowski mit dem 1-3. Er lupft perfekt. Und Mats Hummels ist zu langsam, um da den Ball noch irgendwie auf der Linie zu klären. Es steht 1-3. Es steht 1-3. Ich glaube, wir verkacken hier die Meisterschaft. Also nicht, dass wir die Meisterschaft safe hatten, aber wir hätten es nochmal, wir hätten deutlich bessere Chancen, wenn wir dieses direkte Duell heute gewinnen würden. Und wenn wir es verlieren, dann müssen wir uns, glaube ich, wohl oder übel geschlagen geben an die Bayern hier. Aber egal, noch ist das Spiel natürlich noch nicht rum, ist klar. Das ist klar, das ist klar, das ist klar, das ist klar. Erling Haaland. Leute, ich habe hier gerade bei dem Ausraster alles angespuckt. Mein ganzer Monitor ist komplett angespuckt hier von mir, weil ich so, so glücklich war, dass Erling Haaland diesen Ball jetzt hier reinhaut. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Lewandowski geht runter für Dia. Oh, ob das die richtige Entscheidung ist von Hansi Flick, Lewandowski jetzt beim Stand von 2-3 runterzunehmen. Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß bloß, dass wir alles daran setzen, hier so schnell wie möglich das 3-3 zu machen. Und dann im besten Fall noch das 4-3. Und Brand geht einfach. Und Neuer. Ey, dieser Neuer ist zu wild. Dieser Neuer ist wirklich zu wild. Ich hätte hier schon 6-3 führen können. Das ist nicht mal hoch bemessen, sondern es ist einfach... Es ist einfach so. Und oben. Jawohl. Oh, Neuer ist wieder da. Und Neuer. Und hier Neuer. Da Neuer. Da Neuer. Hier Neuer. Überall Neuer. 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 Schön aufgepasst. Brand. Julian Brand. Julian Brand. Oh. Nein. Ich wollte so viele Meter machen wie möglich mit Julian. Jawohl. Schön abgefangen. Let's go. Jetzt ist hier richtig Fahrt drin in diesem Spiel. Hoch und runter. Hin und her. Ciao Felix. Haaland muss mit. Haaland muss mit. Und das ist ein schlechter Pass von ihm. Nein. Haut ab hier. Müller. Randa. 71. Ja, wir wechseln nochmal. Ich hoffe, dass der Ball schnell ins Aus geht. Ja, wer kommt rein? Das ist die Frage. Reus kommt rein über... in Setuem Brand nach links. Dann einfach mal einen Luca Waldschmidt vorne reinschmeißen. Und einen Gio Reyna. Für Jadon Sancho. Danke, Birki. Danke, Birki, dass du auch hier mal was hältst. Unfassbar. 75. Die Bayern wechseln auch nochmal doppelt. Sehr offensiv. War hier Druck, Teampressing, alles eingestellt. Oh, und wenn Hernandez den reinmacht, dann war es das. Aber ein Glück macht er ihn nicht rein. Ein Glück macht er ihn nicht rein. Dafür geht Luca Waldschmidt sie. Luca Waldschmidt! Bam! Ich hatte den Ball eigentlich schon verloren. Und Luca Waldschmidt, unser neuer Ersatzmann. Und dass den Neuer nicht hält, das ist unglaublich, Mann. 3-3. 3-3. Wer freut sich gerade genauso wie ich hier? Unglaublich. Hier, ich hatte den schon verloren. Und ich habe gedacht, dass ich da an den Ball noch nicht drankomme. Er kommt dran und haut ihn rein. Luca Waldschmidt, Ehrenbrasco.
Und jetzt sind doch die Bayern gebrochen. Jetzt sind die Bayern doch gebrochen. Jetzt müssen wir einfach nochmal nachlegen. Nochmal einen schönen Angriff über Marco Reus. Marco Reus in die Mitte. In die Mitte. Luca Waldschmidt. Nee. Doch, Luca Waldschmidt. Luca Waldschmidt mit dem Doppelpack. Der Joker. Was ist hier passiert? Was passiert hier? Die Bayern können... Ja, Neuer, da guckst du jetzt dumm aus der Wäsche. Unglaublich. Und wieder Hernandez mit dem Fehler. Den hätte er haben können. Den hätte er haben können. Und Luca Waldschmidt 4:3. Oh, Baby. Jetzt schon die geilste Dortmund-Folge aller Zeiten. Raus damit. Einfach nochmal einen Angriff probieren. Abseits, oder? Ja. Luca Waldschmidt, das wäre... Stellt euch vor, Luca Waldschmidt würde jetzt noch den dritten Tor, den dritten Streich machen. Einen Hattrick erzielen somit. Einfach nur verteidigen, einfach nur verteidigen. Einfach nur verteidigen! Böki, oh mein Gott, Alter! Oh, Junge! Raus damit! Raus damit! Martinez, den haben wir, den haben wir. Hinten rum. Zack, Hummels. Links raus, Haaland. Und nach vorne spielen. Auf Luca Waldschmidt. 90. Minute, eine Minute Nachspielzeit, das war's. Jungs, wir gewinnen. Das kann Bayern nicht mehr schaffen, weil jetzt ist die Zeit rum und der Schiedsrichter pfeift ab. Wir gewinnen 4:3. Oh mein Gott, was ist das für ein Spiel und was ist das für ein wichtiger Sieg? Und so sieht die Tabelle aus. Einen Punkt hinter den Bayern. Einen Punkt. Wir haben eine bessere Tordifferenz. Also die Bayern müssen noch einmal scheitern. Irgendwie. Gegen Leverkusen spielen sie als nächstes. Wir spielen gegen Köln. Aber ich habe irgendwie ein bisschen Muffensausen, weil wir werden heute ja Köln und Union simulieren. Weil wir jetzt gegen Atletico spielen. Das heißt, gegen Atletico... Hey Boss, ich wollte mich... Luca Waldschmidt, du hast es überragend gemacht. Luca Waldschmidt, bester Mann. Fantastische Leistung, definitiv. Luca Waldschmidt, bester Mann. Unglaublich. So, wir werden aber gegen Atletico Madrid jetzt definitiv nicht unsere besten Spieler spielen lassen, weil wir A, schon führen, Reus spielt, weil dann spielt Brandt dann halt danach wieder, Gio Reyna. Dann spielt Luca Waldschmidt, der hat sich das auf jeden Fall verdient. Dann hinten spielt Torunariga. Dann spielt Emre Can, dann spielt Zagadou, also ich wechsle ihn mal komplett aus. Und Felix Passler geht auch hinten rechts rein und Guerrero muss auch einmal pausieren. Weil ich möchte gegen Köln natürlich gewinnen. In der Simulation Schmelzer. Also eine definitiv hart angepasste Aufstellung. Huch, was war das denn gerade hier für ein Versprecher for the win? So, Atletico Madrid in der Champions League. Wir sind schon, sage ich mal... Mit einem Bein, sage ich mal, in der nächsten Runde. Aber dürfen wir es halt nicht verkacken. Ich bin in letzter Zeit gut drauf, Haaland. Vor uns, ich denke drüber nach. Erling, du bist wichtig, aber jetzt wirst du mal Pause bekommen. In diesem Champions League-Spiel. Mache ich zwar auch nicht gerne, aber es muss sein. Es muss sein, Suarez Moreno. Das heißt, es ist das Hinspiel, das heißt das Rückspiel. Oder das... Nee, das ist das Rückspiel. Und das Hinspiel habe ich 1:3 gewonnen. Und somit habe ich 3 Auswärtstore gemacht. Let's go. Ultimativ 5 Minuten heiter. Wir gehen rein ins Champions League Spiel gegen Atletico Madrid. Tja, Suarez, du musst dich hier durchbeißen. Wenn du mit Atletico mal noch eine Runde weiterkommen möchtest. Also ich kann hier ganz befreit aufspielen. Ich habe 3 Auswärtstore im Rücken. Wenn wir hier 1:0 in Führung gehen, dann wäre es schon absolut geil und Atletico bietet uns Platz dafür. Atletico bietet uns Platz. Reus. Was? Eckball? Ich komme aus den Staunen gar nicht mehr raus hier. Luca Waldschmidt. Was war das denn? Waldschmidt. 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 Der hat Bock heute. Der hat Bock. Emre Can. Ihr wollt mich heute alle hops nehmen, oder? Wir müssen hier eigentlich 2:0 führen. Ist einfach so. Wir müssten hier eigentlich 2:0 führen. Ciao, Felix. Ciao, Felix.
Gio Reyna nochmal mit der Grätsche hinterher, ja? Da ist es! Marco! Reus! Es ist so, so, so gut, dass wir so einen Mann wie Marco Reus noch als Ersatzmann quasi haben. Auch wenn er eigentlich verdient hätte, jedes Spiel von Beginn an spielen zu dürfen. Aber wir haben halt Brandt und der ist halt jung und entwickelt sich viel besser als Marco Reus, weil Marco Reus schon älter ist, bla bla bla, ihr kennt das ja. Aber es ist trotzdem extrem wichtig und gut, dass Marco Reus ja auch noch Tore machen kann und ein schönes Türchen hier reingehauen hat. Und wenn wir es jetzt clever spielen, dann könnten wir vielleicht direkt das 2-0 spielen, weil oben war Gio Reyna komplett frei. Hätte ich den anspielen können, hätte ich es geschafft, dann wäre es auf jeden Fall sehr gefährlich geworden. Oh, Jadon Sancho nimmt João Felix mit. Überragend gespielt. Überragend, überragend, Reus. João Felix, der ist doch der Schnellere. Und wie? João Felix. Da muss viel mehr draus. Leute, da hier aus dieser Situation muss viel mehr draus werden. Wenn ich so kontern kann. Auch einfach nicht gut gespielt von mir. Und hier kommt aber schon der nächste Angriff. Der nächste Dortmunder Angriff über Marco Reus. Da warte ich kurz, spiele auf Luca Waldschmidt. Und Luca Waldschmidt hat das Auge. Und Luca Waldschmidt ist definitiv heute in dieser Folge der Man of the Match. Ja, angebrannt ist ja auch nichts mehr. 2-0 haben wir nach 90 Minuten gewonnen. Ich habe mir gedacht, komm, insgesamt steht es 5-1. Das können wir gar nicht mehr verkacken, Jungs. Das können wir gar nicht mehr verkacken. Und muss ich jetzt automatisch in... Ich glaube, es wird ausgelost, ne? Oder muss ich gegen Juventus Turin? Weil wir sind ja jetzt im Viertelfinale, Jungs. Wir sind mit dem BVB. Wir stehen im Viertelfinale der UEFA Champions League. Und das ist sensationell. Puh. Durchatmen. Ein Punkt hinter den Bayern, das ist immer crazy, Mann. 25 Spiele sind gespielt. Wir müssen gegen Köln ran mit André Duda, Anderson, Kainz, Hector und Co. Schnellsimulation, unsere beste Aufstellung steht. Und wir gewinnen 0-2. Und Luca Waldschmidt, der hat Bock, glaube ich, in letzter Zeit. Ne? Sancho hier auch nochmal getroffen, direkt in der zweiten Minute. Und mal gucken, vielleicht haben die Bayern ja Punkte liegen lassen. Oh, die Bayern spielen jetzt erst noch. Ich habe gedacht, oh, wirklich? Alter, wenn sie mich nicht... Oh, Reus, Marco, was ist los? Du gehörst weiter zum Team. Wenn es drauf ankommt, zähle ich auf dich. Genau, Marco. Du kriegst natürlich deine Einsatzzeit. Aber nicht mehr so, wie es damals war. Jedes Spiel. Geht einfach nicht. Und die Bayern haben wirklich Punkte liegen lassen. Wir sind Tabellenführer. Wir sind Tabellenführer. Oh mein Gott. Jungs. Und jetzt gegen Union. Jetzt einfach gegen Union Berlin. Durchatmen. Tief durchatmen. Training hier reinballern. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, das wird erfolgreich. Weil wenn wir jetzt wieder verlieren... Was heißt wieder? Aber wenn wir jetzt verlieren, die Bayern gewinnen, dann sind die Bayern halt wieder Erster. Versteht sich, denke ich mal, von selbst. Aber... Normalerweise dürfen wir mit unserer Aufstellung hier nicht verlieren gegen den Tabellen 14. Union Berlin. Es ist zwar Fünferkette, wir gehen rein. Daumen drücken. 1-1! Kruse! Der Poker Kruse! Nein! Nein, 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 nein. Und Bayern? Und Bayern? Und die Bayern haben gewonnen. Einen Punkt. Och, nö. Oh, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. So, kriege ich irgendwo raus, gegen wen die Bayern hier noch spielen müssen. Also als nächstes müssen wir gegen Schalke. Wo sind die Bayern? Die Bayern müssen gegen Bremen, wo wir dann gegen Freiburg müssen. Wir müssen gegen Frankfurt, die Bayern müssen gegen Stuttgart. Wir müssen gegen Leipzig, die Bayern müssen gegen Union. Und das war's dann, oder? Ne, das ist April. Monat ändern. Die Bayern müssen gegen Schalke, Augsburg, Dortmund. Hoffenheim, Dortmund. Bayern, Bielefeld. Hertha, Bayern. Dortmund, Mainz. Und das war's, oder was? Ja, das war's. Oh, Daumen drücken wir. Leute, wir müssen jetzt alles gewinnen. Und die Bayern müssen wieder Punkte liegen lassen.
Wir hatten die Chance und jetzt spielen wir haben gegen Union und wir müssten im Viertelfinale gegen Real Madrid. Alter Falter, also die Dortmund-Karriere, die geht ab wie Schmitz Katze, Jungs. Die geht ab wie Schmitz Katze, ist spannend wie Schmitz Katze. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt hier fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.